Deutschland ist ein Land, das die Würde jedes einzelnen Menschen respektiert. Die Woche der Kanzlerin. In der Ukraine schweigen die Waffen noch nicht ganz. Und so kommt Petro Poroschenko ins Kanzleramt, um mit Angela Merkel und François Hollande über das Minsker Abkommen zu sprechen, das dem Land Frieden bringen soll. Es soll endlich vollständig umgesetzt werden. Bevor der ukrainische Präsident ins Kanzleramt kam, hat Angela Merkel mit François Hollande über die Flüchtlingsproblematik gesprochen. In der Pressekonferenz kommt sie auch auf die Ausschreitungen in Heidenau zu sprechen. Es ist abstoßend, wie Rechtsextremisten und Neonazis versuchen, dumpfe Hassbotschaften zu verkünden. Aber es ist genauso beschämend, wie Bürgerinnen und Bürger, sogar Familien mit Kindern, durch Mitlaufen diesen Dinge noch einmal unterstützen. In Marxloh, einem Stadtteil in Duisburg mit vergleichsweise hoher Arbeitslosigkeit. Es ist der dritte Ort, den Angela Merkel im Rahmen des Bürgerdialogs besucht. Dabei geht es ihr um offene Gespräche. Von den Menschen in Marxloh will die Kanzlerin erfahren, was für sie gutes Leben bedeutet, aber auch, was ihnen Sorgen bereitet. Wir haben hier eine äußerst hohe Jugendarbeitslosigkeit immer noch, obwohl der demografische Wandel dem ja entgegenwirkt. Die Zuwanderung von den Bürgern aus Bulgarien und Rumänien muss auch als Potenzial gesehen werden. Ich habe das Gefühl hier, dass immer mehr Menschen hassen. Und das macht mir Angst, Frau Merkel. Wir alle hier, die hier sitzen, denke ich, sind guten Willens und sind bereit mitzuarbeiten. Aber wir brauchen Unterstützung. Mehr darüber erzählen, was hier klappt. Mehr als anderthalb Stunden diskutiert die Kanzlerin mit den Menschen in Marxloh. Jetzt weiß ich ja viel mehr, was hier alles ist. Und jetzt müssen wir die Probleme, die wir haben, bewältigen. Weitere Bürgerdialoge finden auch mit Bundesministern in anderen Städten statt. Die Kanzlerin wird noch einmal teilnehmen, Ende Oktober in Nürnberg. Hinter dieser Absperrung in Heidenau befindet sich die Unterkunft, in der Angela Merkel gerade mit Flüchtlingen spricht, ungestört, ohne Kameras. Auch mit den vielen ehrenamtlichen Helfern tauscht sich die Kanzlerin aus. Wir können stolz darauf sein, dass wir eine solche Struktur auch von Hilfsorganisationen in Deutschland haben, das Deutsche Rote Kreuz, das THW. Wir können uns freuen, dass viele Menschen mit anpacken, dass sie sehen, wie groß die Not ist. Noch einmal verurteilt Angela Merkel die fremdenfeindlichen Ausschreitungen aufs Schärfste. Wien, die Konferenz zum westlichen Balkan. Auf Initiative der Bundeskanzlerin findet die Konferenz seit 2014 jährlich statt, diesmal ausgerichtet von Österreich. Eigentlich steht die Zusammenarbeit der Staaten in der Region im Vordergrund und ihre europäische Perspektive. Doch diesmal sprechen die Regierungschefs vor allem über die vielen Flüchtlinge, die gerade über den Balkan versuchen, Westeuropa zu erreichen. Während der Konferenz kommt die Nachricht herein, ein Lastwagen mit Dutzenden toter Flüchtlinge ist auf einer nahegelegenen Autobahn gefunden worden. Die Teilnehmer der Konferenz sind erschüttert. Das mahnt uns, das Thema der Migration schnell und im europäischen Geist, das heißt im Geist der Solidarität, anzugehen und auch Lösungen zu finden. Mehr Informationen auf bundeskanzlerin.de.